Hallo, meine lieben Kartenleger, hier ist die Freya von Freyas Orakel und Wegweiser. Und zwar habe ich gerade den Impuls von oben bekommen, euch hier, ja, auch mal den Kartenlegern hier ein ganz, ganz liebes Dankeschön für eure Arbeit auszusprechen, das, was ihr immer macht. Und ich würde jetzt einfach mal hiervon drei Karten ziehen und hiervon drei Karten. Ihr kennt das vielleicht, Engel und Ahnen und die Schutzengel von Kai Gray. Und zwar soll ich euch heute von oben hier ein paar Botschaften durchgeben. Und zwar nur für euch Kartenleger. Ja? Okay, was ist jetzt hier für die Kartenleger im Kollektiv wichtig? Der Hohepriester. Fasse Vorsätze und kreiere. Also gerade für euch Kartenleger ist es jetzt wichtig, dass ihr hier für euch selber auch mal Vorsätze setzen tut und dass ihr auch selber mal kreieren sollt in eurem Leben. Die nächste Karte ist Geistfuchs, vertraut deinen Talenten in sich ändernden Zeiten. Also da wird mir jetzt hier reingegeben von oben, oh, ich krieg gerade voll die Gänsehaut, da wird mir gerade reingegeben, dass du wirklich deinen Talenten als Kartenleger vertrauen oder Kartenlegerin vertrauen kannst, ne, und dass du auch hier, dass sich die Zeiten auch jetzt in der nächsten Zeit immer wieder ändern können, ne? Aber du sollst darauf vertrauen. Du bist hier schon ganz gut am Machen und du tust ja auch für das große Ganze etwas. So, und die dritte Botschaft ist hier für die Kartenleger. Pfeil, umgib dich mit Schutzenergie, ne? Und da wird mir jetzt durchgegeben, es gibt immer wieder Menschen oder immer wieder andere dunklere Energie, die hier euch angreifen wollen, ja, die euch hier auf eine gewisse Art und Weise schaden wollen für das, was ihr tut. Und ihr sollt euch mit Schutzenergie umgeben, gerade auch hier, wenn ihr das Kartenlegen beginnt oder wenn ihr auch hier Karten legt, ne? Das wisst ihr ja bestimmt schon automatisch. Aber das ist jetzt hier wichtig für euch, dass ihr euch mit Schutzenergie umgibt. Ja. So, und jetzt werden wir mal noch gucken, was die Schutzengel hier sagen. Also nochmal bitte drei Botschaften jetzt für die Kartenleger unter uns. Wow, romantische Liebe und Verbundenheit. Ja, auch ihr habt es verdient, hier geliebt zu werden, ja. Und ihr habt es auch verdient, hier, ja, die Community, das ist ja auch immer so eine ganz, ganz schöne Verbundenheit, ne? Und das ist jetzt die Liebe unter uns allen. Ja, dass man vielleicht auch Kontakte hier knüpfen tut untereinander, ne? Und dass man das alles hier im Wohle des Ganzen ganz einfach tut, ne? Das kommt mir hier mit dieser Botschaft jetzt rein. Die zweite Botschaft für die Kartenleger ist jetzt Leichtigkeit und Anmut, ne? Auch die Leichtigkeit ist jetzt wichtig hier, ne? Dass ihr ganz einfach gut geerdet seid, dass ihr gut in eurer Mitte seid, dass ihr alles fließen lasst, dass ihr Botschaften auch von oben hier, ne, ins Kronenchakra bekommt und dass ihr das alles mit einer gewissen Leichtigkeit macht, ja? Und das ist jetzt auch hier wichtig für alle Kartenleger. So, und jetzt habe ich jetzt noch eine dritte Botschaft für die Kartenleger. Manifestation, ne? Auch für uns Kartenleger ist es wichtig, wo wollen wir überhaupt demnächst mit unseren Wünschen hingehen? Ja, was wollen wir überhaupt manifestieren? Was manifestieren wir überhaupt, damit es überhaupt dem Wohle des Ganzen gut tut, ne? Damit wir sind ja sowieso alle einzeln miteinander verbunden, ja? Ob das jetzt wir Kartenleger sind, ob das jetzt alle Menschen sind, man soll halt immer im Wohle aller dienen. Und auch bei uns ist es wichtig, dass wir uns bestimmte Wünsche und Dinge auch manifestieren, ne? Und das möchten die uns da oben jetzt auch sagen, ne? Die geistige Welt. So, und jetzt habe ich gedacht, jetzt werden wir mal noch eine Liebeskarte hier rausziehen für euch, ne? Also, was ist jetzt für die Kartenleger wichtig, ne? Mal bitte eine Liebesbotschaft. Und ich muss mal wieder lachen, wie krass die da oben funktionieren, ne? Also, die Botschaft für alle Kartenleger, tief in deinem Herzen kennst du bereits die Antwort. Tu das, was für dich richtig ist, ne? Und was sich natürlich auch hier für dich richtig anfühlt. Ich wünsche euch allen alles, alles Liebe. Und ja, wer sich gern auch mit mir vernetzen möchte, kann das gerne tun. Ne? Ich bin da nicht so, dass ich dann auf Konkurrenz bin oder so. Also ich sehe das ja sowieso alles so, dass das eins ist, ja, weil jeder Kartenleger trägt hier im Wohle aller auch etwas dazu bei auf dieser Welt. Ne? Okay, meine Lieben, ciao, ciao.